Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Stranded Deep. Und wir müssen auf jeden Fall auf die nächste Insel. Nützt alles nix. Gibt's keinen Joker mehr. Deswegen paddeln wir die Insel mal an. In der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen Joker finden. Das da ist übrigens unsere, die da links ist. War jetzt so klar, dass ich da drüber fahre. Wieso dreht sich mein Boot jetzt? Ich habe nichts gedrückt. Ich hasse das. Ja, das war jetzt auch so klar. Wir sind nicht mal 5 Meter von der Insel weg und schon kommt ein Hai. Aber was soll's. Zum Glück gehen die Wellen ja in diese Richtung, wo wir hinwollen. Was ein kleiner Vorteil ist. Dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Speed. Eigentlich. So, wenn ich nicht so viel lenken müsste. Ja, unglaublich. Ich hoffe, euch gefällt übrigens das, was ich noch hochgeladen habe. Einfach so für zwischendurch, anstatt Escape the Pacific. Ist mal was völlig anderes, ich weiß. Kein Survival Game. Ich werde aber überlegen, oder ich bin schon überlegen, ob wir nicht was anderes noch machen. Anstatt dieses Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich es genau das genommen habe, was ich mir angeguckt habe. Aber ich denke mal schon. Falls es euch nicht zusagen sollte, sagt es ruhig in den Kommentaren. Logischerweise. Anders könnt ihr es mir auch nicht sagen. Und apropos, schreibt auch sowieso mal gerne was in die Kommentare. Und lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Denn ich bin manchmal ein bisschen, ja, negativ beeindruckt, wenn wir 50 Aufrufe haben und gerade mal 3 Likes oder 6 Likes. Leute, da geht ein bisschen mehr. Da müssen wir mal ein bisschen was dran arbeiten. Ein paar Likes. Likes tun nicht weh, Leute. Einfach nur einmal den Daumen nach oben, das reicht schon. Und der Nexus ist glücklich. Und weiß, dass es euch gefallen hat. Und von mir aus auch ein Dislike. Wenn ihr aber ein Dislike macht, dann schreibt wenigstens in den Kommentaren, warum. Damit ich weiß, was ich ändern soll. Kann ja vieles sein, was geändert werden muss. Das nicht schön, dass. Können wir hier so schön in die Bucht stellen. Das ist auch eine schöne Insel, also die hätte ich auch nehmen können. Warum hängt das so schief? Ich hoffe nicht, dass das der kaputt ist. Jukka! Jukka ist gerade für mich das A und O. Was anderes interessiert mich eigentlich überhaupt nicht gerade. Ist auch irgendwie klar. Weil wir bei uns auf der Insel überhaupt keinen Jucker haben. Und hier haben wir es im Überfluss fast schon. Deswegen nehme ich auch alles jetzt mit, was ich hier kriegen kann. Ist mir auch völlig wurscht, ob mein Inventar gleich überquillt. Entschuldigung. Ich habe im Moment irgendwie das Problem, dass ich einen Frosch im Hals habe. Und ich weiß nicht warum. Das ist viel, viel schlimmer. Okay, Jucker haben wir, glaube ich, nicht mehr jetzt hier. Aber viele Bäume sind hier, ne? Also hier könnte man auch richtig fein leben. Gut, wenn man natürlich alle Bäume wegmacht, hat man keinen Schatten mehr. Das wäre ja dann auch doof.
Aber auch hier haben wir wieder das Problem, dass hier kein vernünftiges Boot liegt, ne? Kein vernünftiges Wrack. Da ist direkt eins. Das da ist unsere Insel. Ne, Moment. Das da, das ist unsere. Dann fahren wir jetzt zu dem hin. Da liegt ein Wrack nämlich auf Land. Dann nehmen wir uns auch noch den ganzen Yucca mit und so weiter. Muss sich ja lohnen. Weil das da ist unsere. Die da. Voilà. Ist noch ein bisschen weiter oben. Na, dann paddeln wir zu der hin. Oder waren wir bei der Insel schon? Ich glaube, bei der waren wir sogar schon, ne? Ja, natürlich waren wir bei der schon. Da haben wir uns den Schlangenbiss geholt. Das ist natürlich doof. Aber kann man nicht ändern. Was soll's? Müssen wir durch. Dann müssen wir jetzt zu unserer Insel wieder zurück. Was ich natürlich nicht ganz so gerne mache, aber um diese Uhrzeit. Dann nur noch schräg diagonal. Das heißt, wir müssen einen viel, viel weiteren Weg fahren, als wir hingemacht haben, also hingefahren sind. Aber es bleibt nichts anderes übrig. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Durst und wie viel Essen wir brauchen noch. Ich hoffe, dass es einfach reicht, bis wir da sind. Ja, ich paddel hier auf dem See mit meinem kleinen Paddelboot. Und ich weiß nicht, tut das Not? Ach ja. Ich bin mal echt gespannt über die Mission. Weil das Schöne ist, wir können jetzt definitiv unser Stoffverarbeitungsding bauen. Wenn wir das gebaut haben, dann werden wir das Segelboot endlich mal fertig bauen. Na, dass wir ein vernünftiges Segelboot haben. Was auch ein bisschen breiter ist und länger, damit wir halt ein bisschen besser steuern können. Und dann können wir natürlich Stoff herstellen für eine Mission. Wobei, da brauche ich noch einen Bogen oder zumindest irgendwie eine ein Spare Gun oder sowas. Wäre, glaube ich, zumindest ganz gut, wenn man das hätte. Oh, na klar, unsere Insel hat keine Steine mehr. Finde ich auch immer ziemlich witzig, wenn die ganze Zeit siehst du die Insel so, wie sie eigentlich ist. Und dann bist du kurz davor, buff, weg ist es. Alles weg. Boah, jetzt hier aber ein Hin- und Hergewackel. Wow. So. Jetzt kommt wieder ein Hai. Kannst mich mal. Wo ist er denn? Da. Du Wackeldackelhai. So, wir sind wieder zu Hause. Ja, Durst haben wir ein bisschen, Essen nicht ganz so viel. Ach, hier haben wir nochmal einen Kompass.
War hier nicht auch eine Kiste? Ach ne, da. Ah! Wir haben eine Kiste noch zusätzlich. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Wir nehmen die zwei auch nochmal hier raus. Dann haben wir nämlich noch mehr. Reicht noch nicht ganz. Zack. So, jetzt geht das ab hier. Endlich mal wieder bauen. Echt jetzt ein einziges? Ah, da sind zwei das. Jetzt weiß ich gar nicht. Sechs. Okay. Wie sieht es überhaupt mit unserer Axt aus? Okay, 32%. Das heißt, wir können noch ein paar Bäume fällen. Aber allzu viel dürfen wir auch nicht mehr machen damit. Ich weiß gar nicht, wir haben eh kein Leder, ne? Also kein Lederverarbeit, also verarbeitetes Leder, oder? Eins hatten wir, ne? Ich weiß, eins hatten wir. Ich weiß nur nicht mehr, wofür wir das genutzt haben. Erstmal ist es jetzt wichtig, dass wir dieses schöne Ding hier bauen. Und dafür brauchen wir natürlich noch ein Seil. Ich würde sagen, das bauen wir hier hin. So, wie viel haben wir jetzt noch? Okay. Ich brauche auf jeden Fall einen Stoff. War das nicht irgendwo hier? Doch, da. So, einen Stoff haben wir. Jetzt brauche ich für das Weft, genau. Ein Seil, ein Stoff und zwei Stöcke. Okay, das kriege ich hin. Eins, zwei, drei, vier. Ja, immer noch genügend. Okay, dann werde ich mal gucken, dass wir jetzt erstmal das Lederding noch hinbauen. Ich habe es ja mehr oder weniger nicht gemacht wegen Seilmangel. Vier. Eieieiei. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen gucken, die Axt darf nicht kaputt gehen. Weil ich will daraus noch eine raffinierte Axt machen. Dann schneiden wir es hier hin, ist mir auch egal. Weil wir haben hier ja irgendwo. Ach, da haben wir es ja. Stimmt ja. Zweimal Leder. Was natürlich schon ziemlich gut ist. Werkzeug. Raffinierte Axt könnten wir jetzt schon bauen. Wie sieht die hier aus? Brauchen wir noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal das Raft weiter. Wohin geht das Segel runter? Nach dahin, okay. Das heißt, das hier wäre hinten. Ups. Na. Wir müssen später nochmal was holen dafür. Zack, 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 zack. Fünf Seile. Okay, das könnte erstmal ausreichen. Entschuldigung.
Weil jetzt wird natürlich erstmal das Floß gebaut. Was zum... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich werde hier hin und her geschleudert. Wollte mich gerade schon beschweren. So, du kommst mal nach hier hin, weil sonst fliegst du eh weg bis Kalifornien. Ich meine, gut, vielleicht kriegt halt einer auf den Kopf und fragt sich, woher das kam und holt uns dann ab hier, aber das bezweifle ich so ein bisschen. Ah, wieso kriegen wir Kokosnuss von Kokosnussmilch oder überhaupt von Kokosnüssen Durchfall und so? Das ist ein bisschen, naja, gut, möglich ist es natürlich, das ist Kokosnussmilch, ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Aber dass wir da so hart Durchfall von kriegen, hätte ich nicht gedacht. Naja. So, ich glaube, 16 Stück brauchen wir pro, pro Dingens, ne? Lass nicht irgendwie 16 Stück Buildings, Wefts. Ne, 14. Also haben wir jetzt 12. Eins liegt hier noch. Zwei liegen hier noch. Okay, dann hätten wir einen schon mal fertig. Dann müssen wir uns erstmal noch einen Hammer holen. Denn den habe ich ja hier in die Kiste gepackt. Also in irgendeine. Da. Also. Ja, jetzt gleich können wir sie mal in Angriff nehmen. Ach, da ist unser Sägeboot. Mir hat schon gewundert, wo das ist. Hammer in die Hand? Nee. Dann muss ich doch tatsächlich so machen. Nur weil das Seil jetzt da hinten liegt. Ein Seil nehmen. Ich wollte gerade sagen, du wirst das ja wohl noch da dran bauen. Oh, guck mal da, Freund Hai ist auch da. Oder sollen wir wieder so wie früher auch machen? Zwei hier, einen hier nach vorne, einen nach hinten, so wie ich es jetzt gemacht habe. Hinten sitzen wir natürlich, sind am Ruder. Ah. Wäre noch eine Möglichkeit, ne? Ich überlasse euch das mal. Das ist nämlich ein super Punkt, um mal die Kommentare zu benutzen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, sollen wir so ein Boot bauen wie früher? Also ihr wisst hoffentlich noch, also die alten Zuschauer werden es wissen, dass ich hier drei hatte, dann nach hinten eins, nach vorne eins. Das hat vollkommen immer ausgereicht, um mit dem Boot hin und her zu düsen. Was meint ihr, Leute? Schreibt in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen mal sch schnell speichern, bevor ich das wieder vergesse. Safe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Ich bin erstmal raus, euer Nexus. Ciao!